Hallöchen Leute und herzlich willkommen zur nun fünften Ausgabe von Ben's Battle Club. Ben's Battle Club. Lässt sich immer wieder was Neues einfallen, finde ich gut. Es wird langsam schwer. Wird schwer, was Neues zu finden, ja. So, ja, heute wir präsentieren euch vielmehr einen weiteren 6 gegen 6 Kampf. Mhm. Einfach, weil wir dazu Lust haben und tja. heute machen wir uns den Ansrums Pocket. Stell doch einfach mal mein Team vor. Ja, also wir haben Scaraborn, den kennen wir ja schon. Kapilz, den hat's glaube ich noch nicht dabei. Genauso wie Zwirrfinz. Genau. Aber dafür ist Good Old Muse wieder dabei. Und Metagross. Und wir haben Blitzer. Den hat's glaube ich auch noch nicht, oder? Nee, Blitzer ist tatsächlich auch neu. Zumindest das erste Mal vertreten. Das erste Mal live im Internet. So, und auf der anderen Seite bei meinem Gegner Kami, so nenne ich das jetzt einfach mal. Ich glaube, es ist richtig ausgesprochen, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die Person kam aus Amerika, also aus von drüben. Von über der Ocean. Oder was, der Kanadier? Ich weiß es nicht mehr. Ist ja wohl. So, auf der Seite haben wir ein Quajutsu. Sieht man richtig häufig. Ja, sehr, sehr wieso oft, wohl? Sehr, sehr oft gespielt. Ein Gardevoir, ein Dialga, ein Staraptor, ein Giratina in Urform. Und ein Darkrai. Mhm. Mhm. Little bit legendary. Ich weiß ja nicht, ob du es weißt, aber was ich von Darkrai so halte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag Darkrai überhaupt nicht. Geht. Ja, weil... Muss nicht sein. Walschal und Schlummerort. Sagt, glaube ich, alles. Gut. Na dann gucken wir mal. Wir schauen rein in den Kampf und ja. Mal gucken, was Kami so drauf hat. Schick in Blau übrigens. Wir können ja mal am Anfang mal kommentieren, wie wir das so finden, wie der aussieht. Oh, mit Meisterball gefangen, das Darkrai. Darkrai mit Meisterball gefangen. Ja, und ich habe es mir schon ehrlich gesagt gedacht. Und ja, jetzt sieht man, was ich von Darkrai halte. Ja. Einfach mal weggeknüppelt mit einem Nahkampf. Also wenn man da eine Kampfattacke draufsetzt, das ist eigentlich kein Ding. Ja. Am besten Tempo, weil man dann meistens noch schneller ist. Oder? Also ich weiß ja, nicht. Wobei Ziegel schon relativ schnell ist. Ja, oder also, man hat halt generell ein schnelles Kampf-Pokémon. Ja, da kommt Giratina. Finde ich so übrigens auch cooler, als wenn es die Beine hat. Und ich hau den Vielender raus. Macht ganz okay Schaden, dafür, dass es nicht effektiv ist. Ja, Drache Geist, ne? Ja. Was so? Ja. Und jetzt mache ich was übrigens, da wirst du mich jetzt garantiert auslachen für, jetzt mache ich was sehr, sehr Dummes. Schutzschild. Schutzschild. Ja, ja. Und habe nicht was bedacht. Und jetzt kommt's. Ach so. Ja. Portet sich hinter deinen Schild sozusagen. Die Schemenkraft durchdringt Schutzschild. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht und habe mir wirklich in den Arlavertistin gebissen. Ich hätte es ehrlich gesagt auch gar nicht gewusst, dass es das kann. Ja. So, auf jeden Fall kommt jetzt mein Blitzer mit Namen Redox und haut mal den Spukball raus. Allerdings macht der Giratina nicht fertig. Aber hat schon mal ganz gut abgezogen. Ganz gut abgezogen. Ja, da kommt Aurasphäre. Volltreffer sogar. Aber, okay, muss man sagen, nicht wirklich effektiv. Ja, was für eine Kraftreserve hat der? Undicht, tatsächlich. Ach ja, stimmt. Habe ich mir einfallen lassen gegen unter anderem halt Psycho-Pokémon halt auch, um nicht offensichtlich sozusagen, wenn der Gegner weiß, dass ich den Spukball besitze, habe ich mir gedacht, nimmst du noch die Kraftreserve Undicht rein. Ja, da kommt Gardevoir und ich hau gleich mal den Spukball wieder raus. Ja. So, und aber leider... Kein Mega-Gardevoir. Kein Mega-Gardevoir. Obwohl das doch auch so beliebt ist. Ja, und da verabschiedet sich mein Redox. Oh, naja, aber es hat Giratina weggehauen. Richtig. So, jetzt zücke ich wieder den Supercomputer. A la Metagross. Und mach einfach mal ein Update und verschneller mich. Was? Und dann kommt der Fokusstoß. Okay. Das fand ich sehr interessant. Fokusstoß finde ich gut. Muss ich sagen, auf Gardevoir, wie man sieht, auch relativ ganz gut Schaden. Mhm. So, ich lasse die Erde beben. Und hau Gardevoir weg. Und dann kommt Shiny Dialga. Jo. Wurde ja mal verteilt. Irgendwie kurz vor Ende von Schwarz-Weiß 2 gab es die mal. Alle Shiny, Giratina, Dialga, Palkia. Bei
einem bestimmten Laden für elektronische Sachen, Spiele und so. Ihr so, wisst schon. Er holt Staraptor raus. Ich wollte ursprünglich die Jäger mit dem Erdbeben treffen, hat nicht so ganz geklappt. Allerdings klappt sein Bedroher auch nicht, denn Metagross hat Neutraltoten. Ich finde Staraptor sieht übrigens sehr cool aus bei X und Y. Die Flügel sehen sehr mächtig aus. Ja. So, Staraptor erleidet erstmal Schaden durch meinen Beulenhelm noch ein bisschen. Er zieht es allerdings zurück und zückt wieder die Eiger. Bling! So, ich weiß gar nicht, habe ich damit gerechnet? Nee. Ich mag ja auch Dialga und Palkia an sich nicht so. Also von den legendären allen am wenigsten, aber Dialga noch lieber als Palkia. Palkia sieht irgendwie komisch aus. Ja, Wasserdrache. Das ist rosa. Ich finde, Dialga sieht halt eher aus wie Wasserdrache. Aber Dialga war Stahl, ne? Dialga war Stahl. Okay, stimmt. Genau. So, auf jeden Fall kommt da der Draco-Meteor, macht nicht viel Schaden, aber für Metagross reicht's halt. Die waren irgendwie komisch, die beiden. Ah, Giratina finde ich wieder ziemlich cool. Irgendwie. Ja. Deswegen habe ich auch Platin. So, auf jeden Fall, ich zück mein Rotlaub. Shiny. A la Kapilz. A la Kapilz. So, er wechselt wieder auf Staraptor natürlich, ist irgendwo klar, und haut den Bedrohr raus. So, ich konter das allerdings einfach mit einer Pilzspore und schick Staraptor einfach mal gute Nacht sagen. Erstaunlich, dass er noch fliegen kann, wenn er schläft. Das ist automatisch, glaube ich. So. Zuckungen. Er schläft auf jeden Fall weiter auf meinem Kapilzen Toxic Orb mit Aufheber. Und ich hau den Power Punch raus. Und das wird trotz gesenktem Angriff reichen. Und Kapilz haut Staraptor um. So, da kommt sein Quajutsu und wechselt erstmal zu Eis mit Wandlungskunst. Und das reicht natürlich, weil Kapilz miserable Verteidigung hat. Also was sie sich dabei gedacht haben, weiß ich auch nicht. Das ist irgendwie... Ja, ich nehme jetzt einfach mal die Attacke, den Typ von der Attacke an. Das ist schon ziemlich mächtig, weil halt sozusagen dann wirklich jeder Typ auch vertreten ist auf einem Pokémon. Ja. Nee, ich glaube nicht jeder. Also Feuer kannst du, glaube ich, nicht lernen. Ja, stimmt, das ist schwierig. So, auf jeden Fall verbrenne ich ihn mit Irrlicht, bevor er sozusagen irgendwie nochmal zum Zug kommen will. Und was ich jetzt komisch finde, er hat Hydropumpe und Surfer drauf. Ja, stimmt, zwei Wasserattacken macht für mich wenig Sinn. Also wenn ich schon ein Pokémon habe, was mehrere Typen annehmen kann, würde ich da auch so viel wie möglich da reintun. Irgendwie. Also ja. Reicht auch eine Wasserattacke. Ich weiß nicht. So, er haut nochmal die Hydro-Pumpe aus in der Hoffnung, dass Würfels davon down geht. Bei Hydro-Pumpe, das ist immer so. Ja. Treffe ich heute nicht, treffe ich morgen, weißt du? So. Und ich strecke ihn mit Finsterfaust und Verbrennung nieder. Das fand ich schön. Ja. Hat mir gut gefallen. Was hat er denn? Ach ja. Und da kommt. Das! Dialga noch. Blink! So, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Pokémon habe ich den eigentlich noch. Wem kommt dann wieder der Draco-Meteor und das wird wieder reichen. Trotz der richtig gut Spezialverteidigung von Zwirfinst. So, danke dir, Karst. Beziehungsweise Zwirfinst. Ach ja. Und last but not least, ja, mein stärkstes Pokémon kommt wieder. Hat allerdings nur noch eine einzige Sache zu tun, nämlich einfach die Jäger zu Flammen werfen. Und da geht's runter. Bückt sich. Ja. Und ist weg. Togekiss ist das einzigste, was noch übrig war auf meiner Seite. Also, das einzige, ja. Also ein relativ knapper 1:0 Sieg nur für mich. Ja, aber war auch spannend, finde ich. War ein schöner Kampf auf jeden Fall. Tja, Darkrai hat ja nicht so viel gemacht, ne? Ja, Darkrai, ja, war nicht so wirklich im Kampf vertreten. Ich glaube, da hat Scarabone ein bisschen was dagegen. Ja. Okay. Das war's mit der heutigen Ben's Battle Club Folge. Ich habe vergessen, wie ich das anfangen habe. Ben's Battle Club, ihr wisst schon. Hört euch den Anfang nochmal an. Falls ihr den Ausruf von Sprocket nochmal haben wollt, dann checkt nochmal den Anfang. Und ja, vielen Dank fürs Anschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.